Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Wir haben ein Problem, guckt mal auf die Energie. Ihr sinkt. Ist es Nacht? Liegt es vielleicht daran? Ja, es ist Nacht, okay, alles in Ordnung. Trotzdem brauchen wir dann irgendwann mal diesen Reaktor. Ich hatte eigentlich vor, jetzt Energie-Dingenskirchen zu bauen, aber das tut ja nicht Not. Wir haben ein kleines Flüssigkeitsproblem. Was ist das? Oh, Quarz. Aber ich habe das Gefühl, wir sollten einfach sterben. Das hat einfach keinen Sinn. Aber die Kackpratze ist weg, das freut mich voll. Endlich habe ich Ruhe. Kannst du Küste nicht einfach verschwinden? Du irritierst mich ein bisschen. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal kurz zurück, sterben fröhlich vor uns hin. Weil wir haben kein Wasser. Ist ein bisschen blöd, ne? Aber, naja, was ist das? Was machst du denn hier? Hast du mich etwa verfolgt, kleine Kackfratze? Ah? Willst du mir irgendwas zeigen? Ich glaube, der will mich ja wohin führen oder so. Ich glaube, Timmy ist in den Brunnen gefallen. Seit wann leuchtet das alles so? So luminisiert. Ja, ich bin hier, um zu sterben. Alles cool. Ich werde hier noch ein bisschen Metallschrott mitnehmen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt kein Wasser am Start. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, welches zu organisieren. Seit wann luminisiert das alles hier so? Was ist das Rote? 30 Sekunden. Ich nehme einfach mit, was ich noch mitnehmen kann. Ich weiß, ich werde die Hälfte davon verlieren, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Ist das neu oder ist das hier nur die Ecke? Ja, chill mal. Wir wissen alle, dass du stirbst. Schön, Pfeilchen. Oh, okay, konnte ich nicht mehr scannen. Aber ich musste sterben. Wir werden jetzt nämlich losziehen und was soll ich behalten? Ah, immerhin ein Quarz, also. Das ist schon ein bisschen was. So, ich muss mal ganz kurz hoch. Wir werden jetzt nämlich ganz, 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 ganz viel sammeln müssen. Für das, was wir vorhaben. So, ich habe hier jetzt übrigens sortiert. Hier haben wir so die ganz normalen Erze. Ich habe Titan hier hingetan, weil wir das wohl am meisten brauchen werden. Hier ist der Rest drin. Hier ist, wie gesagt, die veredelten Sachen. Das kann ich hier mal reintun. Hier sind meine ganzen Sachen. Das wollte ich mitnehmen. Ja, und hier sind halt die biologischen Dinge. Ne? Biologisch, ihr seht schon. Alles gut durchdacht. So, kriegen wir jetzt Energie wieder? Es ist Tag. Nicht allzu viel. Okay, dann sollten wir uns zuerst um dieses Energieproblem kümmern. Weil ich glaube, dass durch unsere Bauten oben kein Licht auf unsere Solarmodule fallen. Seht ihr, was ich meine? Wir müssen also hier oben noch welche installieren. Wärmekraftwerk wandelt Hitze bei mittlerer Effizienz in Energie um. Aber wir haben hier ja keine Wärme. Wir müssen Solarmodule bauen, glaube ich, ne? Okay, bauen wir hier ein paar Solarmodule auf oder vielleicht hierauf? Aber nicht in die Ecke, weil falls ich da doch nochmal hocharbeiten möchte. So. Wir machen uns das jetzt hier ein bisschen schön. Mal ein paar chillige Folgen, wo wir einfach nur ein bisschen bauen. Ich glaube, das tut auch mal ganz gut. So, das muss dann reichen, bis wir den Bioreaktor haben. So, das wird ja wohl reichen, ne?
Wenn wir hier so ein paar Solaranlagen drauf haben, ist perfekt. Dann werden wir noch eine Luke bauen. Und zwar hierhin. Hier brauchen wir Titan und Quarz. Sehr gut. So viel dazu. Ja, gehen wir rein. Wir haben auf jeden Fall einiges vor. Was liegt hier noch? Ah, ist ja gut. Muss halt gucken, was wir hier so Schönes haben alles. Okidokli. Dann gehen wir hoch. Es wird Zeit, hier noch ein paar Änderungen anzubringen. Und zwar möchte ich noch Fenster haben. Und zwar von hier. Da ist ja die Luke, ne? Ja, da ist die Luke. Dann möchte ich da noch ein Fenster haben. Und hier. Dann müssen wir auf der anderen Seite hier auch nochmal ein Fenster machen. Okay, Glas haben wir tatsächlich. Aber ich möchte ehrlich gesagt noch nicht daran arbeiten, weil wir erstmal an der Stärke arbeiten müssen. Und zwar mit einer Verstärkung. Und dafür brauchen wir Lithium. So, wir bereiten jetzt alles schon mal drauf vor, für das, was wir geplant haben. Die ganze Ecke, hier soll überall Glas sein. Das soll ein langer, glasiger Weg werden. So, damit wir nämlich schön durchgucken können. Und dann bauen wir hier halt erstmal Verstärkungen hin. Das wird unsere Basis schützen. Diese paar werden definitiv erstmal reichen. So. Dann bauen wir erstmal die Luke, ne? Weil die Luke wird auch ein bisschen die Stärke von unserem Zuhause verringern. Quarz und Titan, okay. Wir müssen erstmal aufpassen. Wir müssen erstmal sorgen, dass hier alles funktioniert. Wir können das ganze Quarz erstmal mitnehmen. Kupfererz brauchten wir, glaube ich, auch. Und das ganze Titan. So. Energie steigt, aber jetzt nicht wirklich dramatisch. So, minus 1. Wir haben jetzt 4,5. Okay. Das Problem ist, wir werden das da unten halt alles komplett wegbauen, ne? Also es wird einfach nicht mehr vorhanden sein. Deswegen sollten wir hier auf jeden Fall alles schon mal aufbauen. Okay, ich habe jetzt 4 Module da angebracht. Das heißt, wir können diese 4 Module entfernen. Den Energietransmitter auch. So, sehr schön. So, jetzt ist alles hier oben entfernt, ne? Können wir hier nämlich noch ein paar aufbauen. Ganz schön große Aufgabe, die ich da habe. Aber ich wusste es halt am Anfang nicht besser, ne? Man muss dazu sagen, ich war wieder neu drin. Und jetzt, wo ich mich ein bisschen besser auskenne und planen kann, was ich wirklich planen möchte, ist das schon nicht verkehrt. Na gut, da reicht's nicht mehr. Oh gut, jetzt haben wir 8 Stück. Die werden wir eventuell auch noch anbringen irgendwann. Und dann können wir hier reingehen. Ja, guckt euch das mit der Energie an. Das ist herrlich, herrlich. Vielleicht brauchen wir die anderen beiden noch nicht. Können wir die auch erstmal wegnehmen. 8 Stück. Ich denke mal, das wird für den Anfang reichen. Also, man muss es ja nicht übertreiben mit dem ganzen Kram.
So, dann riskieren wir mal einen Blick nach unten und gucken, was wir noch entfernen können. Ja, benutzt die Leiter. Dankeschön. Wir haben hier noch verschiedene Hüllenstärken, ne? Habe ich hier irgendwas Schickes, was ich entfernen kann? Der Kommunikator kann erstmal weg. So, der ganze Raum wird dann auch gleich verschwinden. Das kann ich nicht entfernen. Hier ist noch alles, was wir nicht brauchen. Okay. Dieser Raum kann auch komplett entfernt werden. Wir nehmen das Glasfenster mal weg. Hüllenstärke plus 1. Ja, das Glas verringert also die Hüllenstärke. Gut zu wissen. Und das um einen. Und wir haben dann eine Menge Gläser hingepackt. Die lebende Wand kann auch erstmal weg. Verstärkung. Oh. Muss hier Verstärkung schnell hinbauen. Okay, so eine Verstärkung gibt plus 7. Okay. Ja gut, das hier bleibt auch erstmal. Wir haben zwar da einen kleinen Riss, aber das macht nichts, das passt schon. Dann müssen wir die Verstärkung auf jeden Fall noch umbauen. Ich werde nämlich nicht überall Lithium rausbekommen. Aber gut, dann entfernen wir jetzt diese ganzen Räume. Das wird dann unser Zuhause auch nochmal stärker machen. So. Energiequelle wechseln. Wir bauen hier so viel rum, dass die Batterie leer ist. Unglaublich. So. Dann entfernen wir mal diese Energiekosten. Und die Hüllenkosten. Ist jetzt bei 6,5, okay. 7,5. Das heißt, ich kann eine Hüllenstärke tatsächlich entfernen. Und mit ein bisschen Glück bekommen wir Lithium raus. Ja gut, das können wir nicht entfernen, weil da die Tür ist. Wir müssen erst die Tür entfernen. Die gibt uns aber auch nochmal Stärke, ne? Aber da wir den Raum entfernen, ich muss gucken, wie viel Stärke mir diese Tür gibt. Minus 3. Okay. Aber wir entfernen das hier jetzt auch. Das heißt, wir haben wieder eine neue Stärke. 6,5. Ja, gut. Wir sind nicht bei 7 angekommen. Schade. Schade, schade, schade. Und hier haben wir auch schon einen Shot. Wenn ich das Shot schließe. Dann passiert nichts, okay. Aber gut, ich denke mal, das. Es ist aber eigentlich in Ordnung, so wie es jetzt ist, ne? Ja. Für den Anfang reicht das erstmal. Okay, so, was habe ich in meinem Inventar jetzt alles? Viel Zeugs. Die Gläser will ich noch nicht anbringen. Wobei eins vielleicht. Damit wir rausgucken können. So, Kupfers, Gold. Wir haben noch eine Tischkoralle, ne? Sehr schön. Die Tarnbahn. So, Computership, Diamant, Blei. Ja gut, das müssen wir alles auch irgendwie hinkriegen. Okay, bis wir die Hüllenstärke verbessert haben, tun wir das erstmal hier rein. So. Okay. Dann werden nun Gebäude hinzugefügt. So, und zwar ein Mehrzweckraum.
Geht das nicht? Schwebt ja hier in der Luft, ja, ne? Okay, da ein Mehrzweckraum. Ich würde ehrlich gesagt hier noch einen Mehrzweckraum bauen, aber. Doch, geht nicht. Wieso geht das nicht? Das war eigentlich der Plan. Und ein Scannerraum? Ja, da oben nützt er mir aber nichts. So kann ich den nicht dahin bauen. So kann ich hier nichts bauen. Das ist hier die Frage. Ist das wegen hier unten? Ja, der schwebt doch in der Luft. Dann müssen wir das Ding doch vielleicht entfernen. Ach Gott. Müssen wir schauen. Müssen wir schauen. Okay. Essen wir erstmal was. Vital signs stabilizing. Ja, ich könnte sogar von hier aus bauen, ne? Titan 6. Das Problem ist, das würde meine Hüllenstärke nicht mitmachen. Momentan nicht, jedenfalls. Lassen wir das erstmal so und planen weiter, würde ich sagen. So, hier sind ja die ganzen Einrichtungen von mir, ne? So. Ich würde sehr, sehr gerne. Das könnte an den Schränken liegen, ne? Könnte an den Schränken liegen. Aber die sind ja auch hier auf beiden Seiten verbunden. Ich muss eventuell die Schränke später mal abbauen. Und einfach mal probieren, woran das liegen könnte. Okay, scheiße nur, dass ich jetzt die Hüllenstärke hier getan habe. Ich wollte hier eigentlich einen Mehrzweckraum hinpacken. Ja, deswegen kommt hier auch der Mehrzweckraum nicht hin. Also rein theoretisch ginge es schon, nur es hat keinen Weg dahin. Dann machen wir hier nochmal einen Gang hin. Dann am besten so ein Scannerraum, wenn das geht. Er scheint einfach mit nichts verbunden zu sein, oder? Er schwebt einfach in der Luft. Er ist ein bisschen ungünstig. Muss ich vielleicht selbstständig hier so ein Rohr randingsen? Ne, so schwebt er in der Luft, ne? Oh, okay. Dann könnte es daran liegen, dass wir hier so eine Ecke bauen müssen. Und dann hier den Scannerraum. Hä? Check ich nicht. Warum geht das nicht? Vielleicht weil der Teil noch nicht existiert hier? Das kann sein. Okay, schwimmen wir rein. Sonst krepiere ich hier noch. Gut, dann suchen wir erstmal die Ressourcen zusammen, ne? Es kann sein, dass ich diese zwei Schränke entfernen muss. Nur um zu testen. So, wir gehen also auf die Jagd nach Lithium und Titan. Weil Titan werden wir eine Menge brauchen. So, habe ich meinen Dingeskirchens dabei? Ja. Gucken wir erstmal hier ein bisschen rum. Vielleicht finden wir in der Nähe schon hier was. Vielleicht sehen wir die Kackbratze wieder. Wieso bist du hier ganz alleine? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ach!
Das Ding war hier gleich ums Eck. Nicht hier irgendwas scannen? Nehmen wir erstmal das ganze Quarz mit. Mach keinen Scheiß, Junge. Dette waren wir doch ein bisschen zu close. Ich meine, wenn wir schon um die Ecke sind von unserem Zuhause, dann nehme ich hier alles mit. Was war das gerade für ein Geräusch? Ach, die Mini-Kackbratze, ist klar. Such dir ein Zuhause. Ich würde gerne hier reingehen. Sehr, sehr gerne. Ah, ich sehe schon, ich sehe schon. So, kurz mal Sauerstoff getankt. Noch so ein Ding ins Kichens. Kein Signal. Ja, schade. Proben. Mikroskop. Ich hoffe, der zerstört mein Boot nicht. Einwandregal. Atommüllbehälter. Bevor ich hier den Rest untersuche, muss ich höchstwahrscheinlich Sauerstoff tanken und gucken, ob der Typ da nicht mein Fahrzeug zerstört. Ups. Sorry, Hans-Dieter. Der hat doch echt kein Hobby, der Typ, ne? Habe ich da noch irgendwas, was ich einsaugen kann? Nee, schade. Okay, gehen wir wieder rein. Ach, der steckt da fest. Ey. Ich bin da einfach rausgeschwommen. Der hat mich nicht mal gekitzelt. Ist ja seltsam. Ah, der hat Spaß. So. Schon wieder? Ah, ich habe zum Glück was dabei. Warum dringend diesen Wasserfilter? Ganz, ganz dringend. Ja gut, das hat sich jetzt nicht gelohnt, nochmal hier reinzukommen. Und du? Dich kenne ich wahrscheinlich auch schon, ne? Ja. So, Quarz brauchen wir auch ganz viel, deswegen nehme ich das einfach mal mit. Was haben wir da noch? Ach, sieh mal einer, guck. Da hinten ist wieder so ein Ding ins Kirchens. Tauchdock. Werbekraftwerk, kennen wir alles schon. Schade. Oh, Inventar voll. Das ging flott. Aber zum Glück können wir noch ein bisschen was loswerden, und zwar genau da. Oh Gott, da wird einem schlecht, wie er hier gerade steht. So. Nicht funktionsfähig. Wieso nehme ich das Zeug mit? Ich weiß es nicht.
Völlig unnötig wahrscheinlich. Aber man weiß ja nie. Vielleicht werden wir das irgendwann gebrauchen können. Wir sind ja eh in der Nähe unseres Zuhauses, also. Sammeln wir noch ein paar. Ja, guck mal, hier zwei. Mein ganzes Inventar kann ich da reinpacken. Dann gucken wir da nochmal vorbei. Allerdings nicht mehr heute, sondern morgen zu einer neuen Folge. Schwimmen wir da einmal kurz hin und gucken, was da abgeht. Und ja, ich freue mich drauf. Haut rein, euer Zero. Tschüss.